Ich begrüße euch auf meinem Kanal. Mein Name ist Inga Vingirova, ich bin psychologische Beraterin und vedische astrologische Beraterin. Und in diesem Video sprechen wir über die Prognosen für das Jahr 2024. In diesem Video werden wir das Jahr uns anschauen, das Jahr 2024, numerologisch, astrologisch, und werden schauen, welche Prognosen wir machen können, was uns erwarten wird. Das erste, was wir machen eine numerologische Prognose für das Jahr 2024, indem wir alle Zahlen, die im Jahr 2024 vorhanden sind, miteinander addieren. 2 plus 0 plus 2 plus 4 ergibt sich die Zahl 8. Die Zahl 8 ist dem Planet Saturn zugeordnet, dem Karma selbst, und die Zahl 8 bedeutet höheres Wissen, Transformation über dieses Wissen, eine Balance zwischen der irdischen und spirituellen Welt und natürlich auch eigene Stärke, eigene Möglichkeiten, denn die Zahl 8 sagt uns auch über fast unbegrenzte Möglichkeiten, welche ein Mensch in seinem Leben in diesem Jahr entwickeln kann. Dieses Jahr macht sehr vieles möglich für viele von uns, aber nicht für alle. In diesem Video werde ich wirklich die Wahrheit aussprechen, was wir wirklich ohne irgendwelche Märchen oder Hoffnungen und Illusionen, was wir wirklich von diesem Jahr erwarten können. Das Jahr 2024, also die Zahl 8, die Quersumme 8, sagt uns, dass es die Zeit für die Ernte ist. Die Zeit für die Ernte ist gekommen. Das bedeutet, die Menschen, die in den letzten Jahren viel getan haben, sich weiterentwickelt haben, vielleicht irgendwelche Projekte Schritt für Schritt erarbeitet haben, aber noch nicht so die erwünschten Resultate erzielt haben, können sich jetzt freuen. Der Saturn ist ein sehr harter Lehrer, aber er ist auch gerecht. Diese Menschen dürfen sich schon über gute Resultate in ihrem Leben freuen. Wenn ihr oder wenn du in den letzten Jahren eine Ausbildung gemacht hast oder jetzt noch machst, dann wirst du im nächsten Jahr davon ziemlich profitieren. Natürlich, wenn diese Ausbildung für andere Menschen auch einen Sinn macht. Wenn du etwas gegründet hast, ein neues Business, welches für die Menschheit gut ist. Die Zahl 8 ist eine spirituelle Zahl. Spirituelle Zahl, die auch eine irdische Basis hat. Dann wird dein Business im nächsten Jahr die Möglichkeit haben, auf die nächste Stufe zu kommen. Das Jahr 2023, in welchem wir uns noch befinden, ergibt sich als Quersumme die Zahl 7. Die Zahl 7 ist eine spirituelle Zahl. Dieses Jahr war dafür gedacht, dass wir uns nach innen kehren. Schauen, was ist der Wunsch unserer Seele? Warum sind wir hier? Was kann ich wirklich tun auf dieser Erde? Was würde Sinn machen für mich und für die anderen? Dieses Jahr wurde uns gegeben, um was Sinnvolles zu machen, um sich zu überlegen, weiß ich wirklich etwas über meinen spirituellen Sinn auf der Erde? Oder arbeite ich blind jeden Tag von 9 bis 17 Uhr, ohne
zu wissen, warum ich hier bin. Und viele Menschen, die im Jahre 2023 durch bestimmte Krisen durchgegangen sind, wissen wahrscheinlich, worüber ich rede. Es wurde uns geholfen, zum spirituellen Sinn des Lebens zu kommen, in diesem Jahr, in dem wir uns immer noch befinden, die letzten Tage, die letzte Woche ungefähr. Das nächste Jahr ist das Jahr der Ernte. Die Menschen, die letzte Jahre nichts gemacht haben, nur gejammert haben, nur erwartet haben, dass was Gutes kommen wird, die werden im Jahre 2024 es nicht leicht haben, denn da wird nichts kommen. Die Ernte wird ausfallen. Der Saturn ist sehr gerecht. Aber eine gute Nachricht ist, man kann immer noch im Jahre 2024 sagen, okay, ich gehe jetzt über meine innere Transformation. Ich mache was Sinnvolles in meinem Leben oder ich mache etwas, was mich inspiriert, was für mich einen Sinn macht. Ich kann noch mein Leben verändern. Und das nächste Jahr gibt dir auch eine Chance, dein Leben auf eine andere Ebene zu bringen, etwas endlich anzufangen, endlich zu verändern. Und dann wirst du ungefähr nach ein paar Jahren tatsächlich diese Veränderung erleben und auch wirst auch belohnt. Es ist wirklich die höchste Zeit, jetzt aktiv zu werden. Zu den Prognosen allgemein. Menschen, die auf Prognosen warten und glauben, dass es besser wird, dass etwas passieren wird, dass etwas von oben kommt oder von rechts, von links, von unten. Das sind oft Menschen, die glauben immer noch, dass etwas von außen kommen wird und dann wird alles leichter. Aus astrologischer Sicht wird es die nächsten Jahre nicht leichter. Es wird schwieriger. Das ist die Wahrheit. In der äußeren Welt wird die Situation noch schwieriger werden. Das ist nicht, weil ich euch eine schlechte Nachricht überbringen will. Nein, das ist die Realität und es ist besser, wir kennen diese Realität und können mit viel Weisheit und mit viel Anpassungsfähigkeit diese Zeiten überstehen und sogar vielleicht genießen. Die Weltsituation wird sich nächstes Jahr nicht nur nicht zum Besseren ändern, sondern es kommen noch finanzielle Themen dazu. Die Zahl 8 steht auch für die Finanzen. Die ganze Finanzbranche wird auch eine Transformation erleben. Viele Menschen werden vieles verlieren. Dazu gehören auch Immobilien. Aber andere Menschen werden eventuell was gewinnen. Man muss bereit sein, dass man durch Verluste und Gewinne durchgehen wird in diesem Jahr. Denn die Finanzen auf der Erde, das ganze Finanzsystem möchte sich auch updaten, renovieren, anders organisieren. Und da muss man bereit sein, dass da was passieren kann. Ein normaler Job, den man seit Jahren ausgeführt hat, ist keine Sicherheit mehr. Denn wir wissen nicht mehr, was da alles passieren wird. Bei diesen Jobs, bei diesen Firmen. Viele Firmen werden verschwinden, andere werden entstehen. Das ist ein Jahr der Macher. Ein Jahr der Menschen, welche ihr Power entdecken. Menschen, die jetzt gründen, Menschen, die jetzt gute Ideen haben, Ideen, die die Erde braucht, sind die zukünftigen Gewinner der schwierigen Situation. Außen wird es heftiger, wird schwieriger. Der Krieg
in bestimmten Ländern, die ich hier nicht benennen will, wird nicht zu Ende gehen nächstes Jahr. Diese Probleme haben eine Dauer, die werden noch dauern. Eine richtige Veränderung, die wir richtig spüren werden, dauert noch Jahre. Es ist gut, wenn man keine Illusionen hat für die nächste Zeit. Es ist eine gute Zeit für die Menschen, die nichts erwarten, sondern selber tun. Und meine Prognose für das Jahr 2024 ist, nur du kannst jetzt dein Leben verändern. Was globale Prognosen betrifft, so wird die Welt im Außen nicht leichter, nicht friedlicher. Da können wir schon gefasst sein, dass da einiges kommen wird. Aber kommen wir zurück zu uns. Jede von uns hat natürlich individuelle Prognosen für das nächste Jahr. Dafür muss man das persönliche Horoskop anschauen, um zu schauen, was kommen wird. Aber auch nichts kommen wird, wenn der Mensch nichts tut. Es gibt nichts, was einfach so kommt. Es gibt Ausnahmen, natürlich Zufälle, wenn der Mensch im Vorleben für die anderen was Gutes getan hat, dann gibt es tatsächlich Wunder, dass der Mensch auf einmal Geschenke vom Universum bekommen kann. Aber meistens können wir selber was Unglaubliches bewirken in unserem Leben. Das ist jetzt unsere Zeit. Die Zahl 8 steht auch für die Fähigkeiten, etwas umzusetzen. Und bei der Umsetzung zu manifestieren, in die irdische Ebene zu bringen. Alleine Meditation, alleine eine starke Vorstellungskraft ist keine Garantie, dass diese Veränderungen in deinem Leben stattfinden. Das funktioniert. Wir leben in einer dualen Welt. Duale Welt bedeutet, wenn du sowieso schon in der Umsetzung bist, etwas tust, was für dich und für die anderen einen Sinn macht, dann manifestierst du gleichzeitig in dieser Zeit schon das, was du haben willst. Und das wird kommen. Durch Nichtstun und nur Meditieren, Manifestieren wird nichts kommen. Und wenn etwas kommen wird, wenn sich etwas manifestieren lässt, wird das manifestierte genauso schnell dein Leben verlassen, denn du wirst nicht bereit sein dafür. Mein Message bei diesen Prognosen ist, deine Entscheidung, ob du zu den Gewinnern gehören willst oder zu denen, die jetzt das, was außen passieren wird, erleben wirst als Opfer. Es ist so, dass jeder Mensch hat bestimmte Talente aus dem Vorleben mitgebracht. Zu dem Thema Vorleben komme ich noch in diesem Video. Aber nur wenige Menschen erinnern sich an diese Gaben, an diese Talente. Warum? Weil an diese Talente aus dem Vorleben zu kommen, dafür steht der Planet Keto im Vedischen, braucht man eine starke Intuition, einen Zugang zu diesem Schatz. Und diese Intuition wurde uns aberzogen in der Kindheit. Wir mussten funktionieren, wir mussten bestimmte Berufe erlernen, um praktisch in dieser Gesellschaft zu überleben. Viele von uns haben keinen Zugang zum Keto, zu dem Vorleben, zu unseren besonderen Talenten. Hier hilft wirklich vedische Astrologie, um diesen Zugang wieder zu bekommen. Sehr intuitive Menschen haben natürlich diesen Zugang. Leider sind das in der westlichen Kultur gar nicht so viele. Nochmal zum Thema Vorleben. Könnte sagen, man kann nichts beweisen. Und trotzdem gibt es sehr viele Kinder, die sich an etwas erinnern, was nicht möglich wäre oder was das Kind in diesem Leben, sagen wir so, gar nicht erlebt hat.
Und dann, es gibt noch ein Phänomen. Warum glauben Menschen zum Beispiel in solchen Ländern wie Indien und diese Ecke, da wo Himalaya sind, ja, Buddhismus an die Reinkarnation? Warum glauben sie so einfach an diese Dinge? Sind das andere Menschen? Sind das Warum erinnern sich dort Kinder besonders so stark an ihre Vorlieben? Die Antwort ist ganz einfach. Kinder in diesen Ländern, ja, in Tibet und so diese ganze Ecke, die werden wahrgenommen, die werden ernst genommen, wenn sie erzählen, Mama, Papa, ich war im Vorleben, das und jenes, ich habe das und jenes erlebt. Oder ich sehe jemanden, da steht jemand, das ist die verstorbene Oma oder also diese angeblich übersinnliche Fähigkeiten, die werden ernst genommen und das Kind darf sie behalten. Das Kind muss diese Fähigkeiten nicht zwangsläufig abstoßen von sich. In der westlichen Kultur ist so, dass wenn das Kind sowas erzählt, wie neulich der Sohn von meiner Freundin hat gesagt, Mama, ich wurde in Schweden aufgehängt. Ich erinnere mich daran. Sie wusste nicht, was sie damit anfangen soll. Und die meisten Eltern rennen zum Arzt, zum Psychiater, zum Kinderpsychologen und das Kind bekommt Tabletten, Pillen, um die Erinnerung an die letzte Inkarnation, an die Talente aus dem Vorleben auszumerzen, ja, abzuschaffen. Und so kreieren wir erwachsene Menschen, die nicht wissen, was sie können, weil sie früher in einer anderen Inkarnation schwer erarbeitet haben. Manche von uns oder viele. Wir können sagen, die meisten sind Genies in einem Gebiet. Denn wir haben schon etwas gemacht, gelernt, mehrmals gemacht. Wir waren schon sehr weise Menschen. Wir hatten so viele Rollen schon gespielt. Das ist alles noch da. Wir müssen das nur aktivieren. Und das Jahr 2024 ist eine super Möglichkeit für uns, jetzt endlich nicht zu erwarten. Von außen kommt nichts. Alles kommt von innen, von uns. Wir haben eine unglaubliche Kraft in uns. Aktiviere in dir diese Kraft. So sind jetzt meine Prognosen für das nächste Jahr. Ich wünsche dir sehr viel Aktivität und sehr viel Glauben an deine Fähigkeiten, an dich selbst. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Video, deine Inga.